Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Sky Factory 3. Ja, es war ein paar Tage ruhig drum, aber mein Gott, ich habe einiges zu tun und Shattered World hat ziemlich viel Zeit beansprucht. Okay, so, was ist seit dem letzten Mal passiert? Ich habe hier hinten die Mobfarm noch ein ganz kleines bisschen umgebaut. Ich habe es noch um eins erhöht. Dadurch spawnen jetzt auch die netten Herren hier. Ich dachte eigentlich, ich habe es hoch genug gebaut, aber anscheinend nicht. Schau mal, gib mir deine Enderperle. Gib mir... Ah, brav von dir. So. Ja, und das 1-10er Mob-System, Kampfsystem ist natürlich auch wieder sowas eigenes. Man muss immer warten, sonst macht man nicht den vollen Schaden. So. Machen wir mal hier ein bisschen Ruhe. So. Wie ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen zwischenzeitlich, Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Oh, komm. So, haben wir noch einen? Da haben wir noch was. Da haben wir noch einen Enderman, den nehmen wir genau mit. Gib mir deine Enderperle, bitte, jetzt. Okay, war keine. Aber gut. Sind was rausgefallen? Nein, sehr gut. Haben wir gut gemacht. Die müssen wir natürlich irgendwann automatisieren, die Mobfarm, ist klar. So, jetzt haben wir hier einen neuen Block stehen. Und hier eine Kiste stehen. Okay, in die Kiste packe ich momentan immer alles, was ich rauskriege. So. Und das da auch. Gut, dann packen wir das da mal ein bisschen weg. Und wenn ihr von irgendwas zu viel habt, ne, schmeißt es nicht einfach ins Void. Ja? Nehmen wir zum Beispiel mal Gunpowder, brauchen wir jetzt im Moment nicht, kommt eh genug raus. Und die Hälfte von den Knochen und... Komm, das Rottenfleisch, das schmeißen wir auch mal weg. Im Moment brauchen wir es gerade nicht und wir kriegen genügend Zombies hier. So. Es gibt hier den sogenannten Loot Recycler. Gut, dann gehen wir den mal hier ein. Den Loot Recycler. Das ist der hier. Wenn man da mal drauf geht, ist das einfach irgendein Stein, ein Iron Ingot und eine Kiste. Dann kommt mal so ein Loot Recycler raus. Das Ding ist nämlich eigentlich ganz witzig. Wir haben jetzt hier momentan nichts drin. Wir packen jetzt einfach mal die 19 roten Flash rein. Packen die 17 Gunpowder rein und packen die 13 Bones rein. Ah, das hat doch nicht gereicht. Schauen wir mal, was haben wir noch da, was wir mal reinschmeißen können. Dich, kommt dich auch und dich vielleicht noch und kommt die Karotte, ist jetzt auch wurscht. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. So, Karotte, nein, Karotte geht nicht. Jungle Sapling geht auch nicht, aber nein, auch der geht nicht und der geht auch nicht. Okay, wenn ihr genügend reinpackt, dann bekommt ihr unter Umständen Lootbags raus. Und das ist zumindest deutlich besser, wie das Zeugs einfach wegzuschmeißen. So, Lootbags, haben wir noch einen da? Einen haben wir noch da. Schauen wir mal rein. Genau, den hatte ich noch liegen gelassen, weil da war nur noch Zucker drin. Die anderen zwei schauen wir mal schnell rein. Habe ich aber, glaube ich, auch schon reingeschaut. Genau. Das brauchen wir gerade nicht und das da brauchen wir auch nicht. Mal schauen, wenn wir noch einen weiteren kriegen, können wir sie eventuell kombinieren. Und dann können wir hier eventuell mal weitermachen. So, ich habe mich entschlossen, dass ich einige Sachen vorbereite mit diesen Sachen hier. Das zeige ich euch heute mal. Und zwar mit der Workshop-Table von Evi, glaube ich, war das. Und ursprünglich mal von VSWI oder so in der Richtung. Das Rezept ist eigentlich gar nicht so schwer. Bisschen Holz, bisschen Cobblestone, in der Mitte ein Blank Upgrade. Das Blank Upgrade ist einfach... gebrannter Stein und ein bisschen, ja, Holzplanken. Also echt nichts Dramatisches. So, wofür ist das Teil da? Wir stellen das mal dahin. So, jetzt haben wir hier Add a Crafting Table of Furnace in the Upgrade Page to get started. Okay, Upgrade Page, hier. So, jetzt habe ich hier einen Crafting Table. So, wenn ich jetzt dann wieder auf Main gehe, sehe ich, ich habe hier einen Crafting Table, aber ich habe hier noch ganz viel Platz. Hm, okay. Was hat das für einen Vorteil? Ich packe jetzt hier nochmal zwei weitere rein. So, und jetzt habe ich hier insgesamt dreimal ganz schöne Crafting Tables, wo ich was vorbereiten kann. Da kann ich was reinlegen und kann rausgehen, kann weggehen, kann wieder zurückgehen. Es liegt immer noch drin. Ja, also passt auf jeden Fall. So, und ein sehr weiterer praktischer Punkt ist, ich kann hier auch noch ein Furnace reinlegen. So, und wenn ich jetzt, ja komm, die Aluminium-Ohr-Chunks ist egal, die hier reinstecke, würden sie gebrannt werden. Warum werden sie nicht gebrannt? Weil hier unten in der Fuel-Leiste nichts drin ist. So, packen wir mal hier... vier Stück rein. Machen wir es mal anders. So. Das da. So, wir nehmen jetzt ein Stück Kohle und sehen, es sind 1600 Power. 1600 Power kommt von der Burntime, 1600.
So, und wenn ich jetzt hier, wie man es normalerweise im Furnace nicht machen würde, nur einen einzigen Ohrschrank reinlege, plopp, kriegen wir hier unseren Aluminium-Ingot raus. War ein bisschen Verschwendung, ich weiß, aber gut. Und wir haben hier tatsächlich auch nur 100 verbraucht. Das heißt, wir nutzen, wenn wir Einzelteile schmelzen, viel effektiver die Kohle aus. Finde ich einfach cool. So. Und da kann man hier unten einfach Kohle reinlegen, das Ding füllt sich auf und wenn genügend Platz drin ist, dann nimmt er die nächste Kohle. Ganz geiles Teil. So, dann habe ich das mal ganz kurz erklärt. Da kann ich dann quasi, wie ich es da drüben schon gemacht habe, Rezepte vorbereiten. Aber ich wollte heute mit was anderem mit euch anfangen und zwar das, was da hinten vorbereitet ist, braucht doch irgendwo sein Plätzchen. So, das Plätzchen werden wir heute nochmal on camera bauen. Und zwar, wir brauchen dafür einen Generator. Wir fangen nämlich jetzt mal an mit Sachen, die Strom brauchen. Cool. So, jetzt muss ich bloß den richtigen finden. Den da. Genau. Da brauchen wir 3 Eisen und Eisenplatten. Okay, wir brauchen 3, 7, 8, 9 mal Eisen, String und Sticks. Gut. Eisen, String, Sticks. Schauen wir mal, haben wir hier noch? Haben wir noch. So. Sticks? Haben wir Sticks da? Nein. Haben wir überhaupt noch Holz da? Haben wir alles Mögliche verarbeitet? Da haben wir noch Holz da, gut. So, bisschen Holz mitnehmen. Den Bilderswohn, ich weiß nicht wofür der ist, aber egal. Vielleicht wisst ihr es, sagt einfach Bescheid. So, und dann noch einen davon. Und dann brauchten wir noch Redstone. Halt, falsche Kiste, hier. 9 Redstone, weil es war ein Block. No. Schauen wir mal. Ein Block Redstone. Aber wir können es auch mit Aluminium machen. Hm, komm, wir nehmen Eisen. Und einen Furnace brauchen wir noch. Einen Furnace. Habe ich jetzt noch? Habe ich noch Cobblestone? Doofe Frage. Ach, ich habe noch im Inventar. Gut. Okay. So, dann schauen wir uns das mal an, wie wir das hier alles machen können. Und zwar gleich mal mit unserem neuen Workshop-Titel. Klasse. So, zuerst einmal müssen wir uns den Hammer bauen. So, den Hammer bauten wir uns so. Dann stellen wir fest, okay, wir haben zu wenig Holz da. Dann nehmen wir den einfach den zweiten Crafting Table. So. Und dann nehmen wir hier die Sticks. Super. Dann haben wir schon mal den Hammer. Praktisch. Mit dem Hammer machen wir uns 4 davon. Dann können wir uns hier oben schon mal das Redstone vorbereiten. Und dann können wir ja, den Furnace noch vorbereiten. Genau, den Furnace. So, dann haben wir den. Dann können wir den da schon mal reinlegen. Dankeschön. So war das doch, glaube ich, ne? So, und dann nehmen wir uns hier den Block of Redstone raus. Und dann nehmen wir uns die 1, 2, 3, 4 und packen die da rein. Super, haben wir unseren ersten Furnace Generator. Sehr schön. Müssen wir später nochmal einen zweiten bauen. Für das, was ich schon mal ein bisschen vorbereitet habe. So, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wir bauen uns einen Builder. Hm, ein Builder? Bilder? Wozu brauchst du ein Bilder? So, wir brauchen hier in Summe, die habe ich noch nicht vorbereitet. Ich hoffe, ich habe genügend Clay da. Das sind 16 Clay. Gut, holen wir uns erstmal die 16 Clay. Machen wir es uns heute mal ganz gemütlich. Ja? Genau. So, 16 Clay. Natürlich wieder nicht genug da. Oder? Nein? Stone? Da haben wir noch Eisen-Ingots. Die können da dann auch nicht mehr rein. Nee, kein Clay mehr. Kein Clay mehr. Kein Clay mehr. Gut, aber wir haben noch Dust. Kein Problem. Und einen Eimer. So. Eigentlich wäre da noch Wasser drin gewesen, aber egal. So. 1, 2, 3. Machen wir gleich mal ein paar. So. Erledigt. Dann. Dich hätte ich eigentlich nicht dahin stellen wollen. Aber gut. Machen wir es halt so. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir die mal weg. So. Dann haben wir gesagt, wir brauchen 16 mal Clay. Um. Hey, wunderbar, hat geklappt. So, 16 mal Clay. Dann kannst du schon mal hier brennen. Sehr gut. Läuft. Dann haben wir gesagt, wir brauchen eine Enderpearl. Da haben wir da hinten was rumliegen. Euch ignoriere ich gerade, oder? Was Schönes dabei? Nö. Gerade im Moment nicht. Okay, egal. So, eine Enderpearl habe ich gesehen. Brauchen wir auf jeden Fall. Dann schauen wir nochmal aufs Rezept. Die Enderpearl.
Lapis, Gold, Eisen. Gut. Okay. Lapis, Gold, Eisen. Hm, kriegen wir hin. So, ein Goldingot. Da hat wohl schon jemand was vorbereitet. Dann vier Lapis. Vier. Eisen haben wir noch in der Tasche. Genug, weiß ich nicht, werden wir gleich sehen. Wisst ihr was, wir können es einfach mal. So. Erledigt. Sollte reichen. Okay, dann sollten wir doch theoretisch schon mal das Innere des Bildersblocks bauen können. Nein, können wir noch nicht. Wir müssen hier erstmal den da machen. So, und jetzt den inneren Teil des Bildersblocks, den zweiten Machine Frame. So, Eisen, Lapis, Gold. Gut. Eisen in die Ecken. Lapis hier hin. Und Gold. Schwupp. Andersrum natürlich. War klar. War klar. Aber gut, egal. Shift-Klicken scheint momentan noch nicht zu funktionieren. Ist mir aber ehrlich gesagt auch ziemlich Banane. So, dann brauchen wir... Halt, das sind schon die 16. So, aus den 16 machen wir uns jetzt 4 Bricks. Die Bricks waren noch, glaube ich, in der Ecke. Das Machine Frame in der Mitte, eine Ender Pearl oben. Oder? Ja, und Redstone. Redstone. Redstone habe ich nicht dabei. Blöd. So, Redstone. Einmal? Nein, dreimal. Dreimal Redstone was. Ja, Hirn funktioniert noch halbwegs. Na gut. So. Ich hätte natürlich den ein bisschen näher ranstellen können, aber egal. So, wir haben einen Bildersblock. Wir brauchen zu dem Bildersblock noch einen Schalter. Und wir brauchen zu dem Bildersblock noch etwas. So, packen wir das mal hier ein bisschen da rein. So, dann haben wir den Schalter, den Bildersblock. Und jetzt brauchen wir noch eine Karte. Und zwar die Karte hier, die Shape Card. Die Shape Card besteht aus zwei weiteren Bricks. Okay. So, können wir jetzt hier wunderbar machen. Dann brauchen wir noch zweimal Redstone, viermal Papier. Zweimal Redstone, viermal Papier. Okay. Na, vorsichtig. Haben wir's? Okay. Habe ich noch was da drin liegen? Eventuell. Bett muss ich auch mal irgendwo umziehen. Das steht total daneben. Da haben wir nichts. Da haben wir noch. So. Redstone. Nehmen wir uns mal ein bisschen mehr mit. Wie ihr seht, das geht auch relativ schnell drauf, das Material. So, Redstone, Papier, Eisen, Bricks. Müssen wir alles jetzt haben. Theoretisch. Gut. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Zuerst mal Papier. Ja, müssen wir zweimal machen. Deswegen. So, dann in die Ecken war das auch, glaube ich, Papier. Dann war das oben und unten die Bricks. Oben und unten die Bricks. Links und rechts Redstone. Und einmal in der Mitte ein Eisen-Ingot. Ha, da haben wir sie. Die Shape Card. Sehr gut. So, im Inventar. Kiste haben wir auch. Sehr schön. So, jetzt suche ich mir hier von die Mitte. Das ist hier. Und da packe ich mal den Bilderblock hin. Boah, schönes Teil. Bob the Builder. Yeah, Bob der Baumeister. So, überragendes Interface. Oh Gott, was ist das alles? Kommen wir gleich dazu. Dann stellen wir neben dem den Furnace Generator hin. Und dann stellen wir oben drauf die Kiste. Und machen dann da seitlich noch einen Lever dran, der auf Off steht. So, jetzt haben wir noch die Builders Card. So, was ist denn das? Also die Shape Card. Die Shape Card, mit der kann man sagen, was wir bauen wollen. So, wir können eine Solid Box bauen, eine Solid Sphere, einen Solid Zylinder, Solid Torus, Solid Top Dome, Solid Bottom Dome, Box, brr, brr, brr. Und was ich jetzt wollte, ist ein Solid Zylinder. Genau. So, die Größe soll sein in der Dimension... Machen wir es 19. In der Dimension auch 19. Und in der Dimension 1. Und hier will ich das Ganze minus 1 haben. Hm, was heißt das alles? Okay. Wir packen das Ding einfach mal da rein. Wir sehen gerade unten links Installed Module. Schön, wenn ich drauf deute. Ihr seht nicht, wenn ich drauf deute, aber egal.
So, und jetzt haben wir hier einen Punkt Support Preview Mode Disabled. So, und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, sehen wir, cool. So, wenn wir da ein bisschen näher rangehen, okay. Das heißt, wir müssen theoretisch nochmal einen weiter nach unten. Schalten wir den Preview aus. So, und setzen das Offset eins weiter runter. Gut, haben wir das. Packen das Ding wieder rein, schauen uns an und sehen. Klasse, sehr gut. Eins tiefer. So ist das doch schön. So, jetzt wollen wir das bloß noch mal ein bisschen mehr in die Richtung haben. Das ist Nord. Das heißt, die Z-Koordinate müsste das sein. Wenn ich es richtig sehe. Die Z-Koordinate ein bisschen mit Plus versehen. Also Preview aus. So, und dann die Z-Koordinate mit ein bisschen Plus versehen. Sagen wir mal 19. Okay, und dann packen wir sie da rein, schalten nochmal das Preview an und sehen, okay, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, die Frage ist, wollen wir es wirklich so weit weg haben? Bin ich mir momentan unschlüssig? Ich würde sagen, ich möchte mit der Methode hier noch ein bisschen umbauen. Ja? Das hier sind 25, dann würde ich sagen, machen wir das auch hier 25. Ja? Müssen wir es überhaupt wirklich so weit weg machen? Eigentlich nicht, ne? Aber egal, wir machen es mal so weit weg. So, jetzt sollte nämlich das, was wir hier gesetzt haben, genauso weit weg sein wie das hier. Cool. So. Dann schalten wir mal das Preview aus. Halt, wir schauen mal. Wenn wir jetzt auf die Karte gehen und die Shift-Taste drücken, sehen wir das Offset-Dimension. Und dann sehen wir nicht mehr. Okay, dann machen wir das Preview nochmal aus, nehmen die Karte nochmal raus und drücken nochmal auf die Karte und sehen hier Blocks 277. 277 sind ungefähr 5 Stacks, also 4 Stacks und ein bisschen was. Gut. So, dann holen wir uns 4 Stacks Cobblestone. Krass. 4 Stacks Cobblestone. 1, 2, 3, 4. So, und 4 und ein bisschen was. Sehr gut, Hammer. Okay. Dann packen wir das da oben in die Kiste rein. 1, 3, 4, 5. So, jetzt geben wir dem Generator noch ein bisschen Kohle. Der produziert 80 RF pro Tick, das ist schon ganz cool. Für ungefähr, ich bin nicht richtig weiß, 20 Sekunden. Ist okay. So, und der hier lädt sich gerade auf. Sehr schön. Außerdem könnte ich hier mal theoretisch den da wegmachen. Der stört gerade weg. So, Preview nochmal gucken. Preview sieht gut aus. So, Preview aus. Material ist drin und dann drücken wir mal hier den Lever. Gut. Und wir sehen, er baut uns die Plattform völlig, ohne dass wir irgendwie über dem Void hängen und irgendeinen Scheiß machen müssen und ach, geil. So mag ich das. So ist das schön. So, worum es jetzt langsam geht? Naja, wir haben noch nicht genügend Energie, aber er baut langsam, aber sicher weiter. Können wir mal in die Kiste reingucken. Also er nimmt irgendwie von jedem Stack mal ein bisschen was. Warum auch immer. Ja, ich wurscht. Man kann dann, ich werde später mal mit euch zusammen was ausprobieren. Und zwar, ich habe da noch ein bisschen was vor. Werden wir uns dann später mal angucken. Im Moment gerade mal nicht, aber sehr wurscht. So. Während er hier fröhlich weiterbaut, können wir mal dahinter gehen. Ich habe nämlich die Plattform hier noch ein bisschen erweitert, habe ich noch gar nicht gezeigt. Ein bisschen Tiere sind gespawnt und ein sehr witziges Teil ist gespawnt. Wir haben also ein paar Schafe, wir haben Schweine und wir haben einen Donkey. Und das Witzige bei dem Donkey ist, der hat hinten die Augen. Okay. Gut. Hast du den auch? Geh mal ein bisschen weg. Geh mal ein bisschen weg. Der hat zum Beispiel keine. Okay. Auf jeden Fall sehe ich hier definitiv zu viele Schafe und zu wenig anderes. Deswegen habe ich da immer wieder mal ein bisschen aussortiert. Und naja, tut mir leid, aber ich kann auch nichts dafür. Das ist halt so. Ne? Wir brauchen halt ein bisschen die richtigen Tiere, aber die werden schon irgendwann kommen. So, wenn ich es hier richtig sehe, ist er fertig, ne? Jo, sehr gut. So, dann können wir den Lever nämlich auf aufstellen. So, und jetzt können wir nämlich noch was ganz Witziges machen. Wir können die Shape Card rausnehmen und können hier auf Offset minus 1 gehen. So. Und können uns jetzt mal das Preview anschauen. So, jetzt haben wir nämlich genau an derselben Stelle, nur eine Ebene weiter oben, haben wir jetzt die Möglichkeit, wieder Blöcke zu setzen. Das ist nämlich genau für sowas wie da hinten ideal.
Ihr macht unten drunter was, macht oben drüber dann in der zweiten Ebene Dirt, packt halt hier den Kurs raus, nehmt Dirt dafür. Super Idee, oder? Klappt. Das klappt mit Sicherheit super. So, was ich aber jetzt mache ist, ich werde die Shape Card nochmal rausnehmen. Wir werden uns nämlich jetzt noch den Weg dorthin bauen. Ich bin ja ein fauler Sack, ne? So, wir brauchen einen Soll. Oh, ja, Box. Box war richtig. Solid Box. So, Dimension 19 in die Richtung. Nein, 3 in die Richtung. 25 in die Richtung. Minus 2. Und 0. Schauen wir mal, ob das stimmt. Das wären 75 Blöcke. Okay. So, schauen wir uns mal das Preview an. Stimmt fast. Ich glaube, ich muss noch einen weiter rausgehen. Das war die zweite Koordinate, glaube ich, ne? Die zweite war es. Die da war es. So, schauen wir mal. Jetzt stimmt das und ich glaube, ich komme bis dorthin. Sehr gut. So, dann packen wir wieder den Cobblestone rein. Drücken hier nochmal den Lever. Schwupp. Aus. Fertig. So, Karte. Ach komm, Karte lassen wir drin. So, und jetzt mache ich noch Folgendes. Halt, ich habe noch Fackeln einstecken. Sehr gut. Schauen wir mal, ob das funktioniert. F7. Sehr gut. Funktioniert. Natürlich sollten wir hier mal beleuchten. Beleuchten. Oh. Moment, ich brauche noch was zum Bauen. Oh, da drunter hast du auch. Na gut. Da kann aber aufgrund der Höhe. Ach so. Okay, deswegen ist zu kurz. Na gut. So. Dann machen wir noch die letzten paar Blöcke. Aber ganz ehrlich gesagt, ne, also bevor ich mich hier freischwebend da irgendwie hier so ein Affen mache. Gottes Willen, hey. Leute, ist doch viel einfacher so, oder? So, das hätte sogar die Mitte sein können. So, und dann machen wir mal hier einen hin und da drüben einen hin. Nein, ist nicht ganz die Mitte. Die Mitte wäre hier. So. Und dann machen wir da noch die Ecken, dass er ja nichts spawnen kann. So. Und dann machen wir hier noch einen hin. Da. Und da. So. Dann versetzen wir den nochmal. Genau. So. Wunderbar. Haben wir eine neue Plattform gebaut? Die neue Plattform werden wir natürlich auch bebauen. Ist klar, ne? Das machen wir aber erst beim nächsten Mal, bitte. Ja, beim nächsten Mal machen wir das. Genau. Und vielleicht baue ich noch eine Ebene drauf. Das kann ich noch nicht hundertprozentig versprechen. Das werden wir dann sehen. Ja? Ich habe mir nämlich eigentlich vor, Stone drauf zu tun oder irgendwas Gechiseltes. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Außerdem muss ich hier mal dafür sorgen, dass ich da wieder problemlos ohne Unfälle hier auch wieder nach oben komme. So. Jawohl. Wunderbar. Haben wir geschafft. Hallo? Wer leuchtet denn hier nicht aus? Heieieiei. Wir hatten das wieder gemacht. Habe ich hier mit Flüssigkeit. Ich habe aus Versehen Wasser einmal verschüttet, ja. Ja, da waren wohl dann ein paar Fackeln weg. Nee, egal. So. Ja. Ich denke, das war's für heute. Ja, das klingt gut. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt mir auch gerne Kommentare schreiben. Die lese ich gerne, beantworte ich gerne. Ansonsten, ja, bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.